Kirche hoch 2 ist eine Bewegung, die einfach verschieden konfessionelle Menschen zusammengerufen hat, die sich auf die Suche machen nach neuen Aufbrüchen, neuen Wegen, die die Kirche beschreiten kann. Und zwar die Kirche gemeinsam, also ökumenisch beschreiten kann. Dieses Hoch 2 beschreibt einfach, dass römisch-katholische Christinnen und Christen und lutherische, also protestantische, evangelische Christinnen und Christen zusammen mit uns an der Stelle unterwegs sind, damit da Räume entstehen können, damit Leute über die Zukunft und die Kirche nachdenken können. Rund 120 Teilnehmer sind in die Eisfabrik in Hannover zum Kongress von Kirche hoch 2 gekommen. Gemeinsam haben sie darüber nachgedacht, was es heißt, sich in der Kirche fremd zu fühlen. Ich fühle mich fremd in der Kirche, weil Kirche vielfach an Strukturen hängt und die nicht mehr zeitgemäß sind. Ich fühle mich oft im Gottesdienst nicht wohl. Ich habe das Gefühl, ich darf nicht ich selbst sein, weil ich mich nicht so bewegen darf, wie ich gerne möchte. Also erstmal fühle ich mich fremd in der Kirche, weil ich bin Pastor in einer evangelischen Freikirche. Von daher komme ich da aus einem anderen Kontext. Ich fühle mich nicht fremd in der Kirche, bin aber neugierig und gerne mit Menschen im Gespräch, die sich fremd fühlen, warum sie sich fremd fühlen. Und das wollen die Teilnehmer in der Eisfabrik herausfinden. Sich fremd zu fühlen, das ist für viele eigentlich gar nicht so schlimm. Es kann ja auch ein Geschenk sein. Die Organisatoren nennen das The Gift of Not Fitting In, also das Geschenk, nicht reinzupassen. Es ist ja manchmal so, dass wir den Eindruck haben, wir passen nicht so richtig in diese Kirche. Vielleicht in bestimmte Gemeindestrukturen oder in bestimmte andere kirchliche Strukturen. Und vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass wir nicht passen. Vielleicht ist es so, dass wir irgendwann passen werden. Und vielleicht ist es so, dass wir irgendwann uns fragen, ob es vielleicht andere Formen gibt. Andere Formen und Wege, die will Kirche hoch 2 entdecken. Dafür haben sich die Organisatoren schon einiges einfallen lassen. Zum Beispiel suchen sie ungewöhnliche Orte aus, um sich zu treffen und neue Ideen zu entwickeln. Im vergangenen Jahr war das eine Holzfabrik. Der Tag war ein Werkstatttag und ich glaube, diesen Werkstattcharakter, gemeinsam zu werkeln, zu überlegen, wie Kirche in Zukunft aussehen kann, das zeichnet, glaube ich, die Region jetzt aus. Und das ist eben weit noch nach der Veranstaltung, klingt das nach. Durch Kirche hoch 2 hat sich für mich geändert, dass Christen mit unterschiedlichsten Prägungen und unterschiedlichsten Erfahrungen sich gemeinsam auf den Weg machen. Kirche neu zu denken, andere Formen auszuprobieren, neue Wege zu gehen, ein bisschen zu wundern und zu wandern. Und das macht Spaß, ist super. Die Macher von Kirche hoch 2 haben dafür einen sogenannten Wanderführer entwickelt. Die Teilnehmer begeben sich symbolisch auf eine Bergwanderung und finden sich an Orten wieder, die sie auch auf einer Wanderung sehen würden. In unserer Veranstaltung geht es ja um Wonder, das heißt das Wandern und das Wundern. Und dann haben wir uns überlegt, zum Wandern so ein dunkler Saal, so wie hier, was fällt uns da ein? Und dann kamen wir gleich auf die Schlucht. Wir sitzen hier zum Beispiel auch vorm knisternden Kamin. Das gehört auch zur Berghütte dazu, dass man sich auch als Wanderer mal zusammensetzt und sich am Feuer wärmt und Geschichten austauscht. Die Wanderer bei Kirche hoch 2 sind noch lange nicht am Ziel. Es gibt noch viel zu entdecken für die Teilnehmer und auch für die Organisatoren.